Und damit, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zu Tales of Zestiria. Oh yeah. Im letzten Part wurden wir zum neuen Hirten erklärt und auch gemacht mit unserem neuen Schwert. Was eigentlich nicht, wie das neue Schwert aussieht. Wahrscheinlich können wir das speziell herbeirufen, keine Ahnung. Aber yo, jetzt geht es wohl daran, hier rauszukommen, meine Freunde. Wir haben hier nämlich, nein, das war nicht die Karte, das da war die Karte, gut. Ja, wir müssen aufs, also erkunde noch einmal den Dammsee, hieß es. Okay, machen wir. Und wir sollen irgendwie zum Verkäufer gehen, im letzten Part, und das machen wir auch. Und scheiße, Freunde, ich bin ein wenig tiltet, ne? Ich weiß, gehört hier eigentlich nicht rein, es geht um Pokémon nämlich. Ich war letztens in einem Stream dabei. Da wurden 90% getimeoutet wegen Nichtigkeiten, wie ich finde, weil sie Typen gespoilert haben oder keine Ahnung. Und tut mir leid, Typen sollte man einfach kennen, auch wenn man es casual, das heißt einfach einmal so spielt, weil jeder in meinem Alter oder so hat damals Pokémon gespielt, von Blau, Rot, Gelb, Gold, Silber, Kristall bis hin zu Schwarz-Weiß 2 oder so. Und ja, ich gebe zu, dass man die Feen-Typen und so, keine Ahnung, die neuen Typen da nicht kennen muss. Das finde ich auch. Und vor allen Dingen hätte ich es auch verstanden, wenn, ja, wenn man erst ab, also wenn man erst ab da angefangen hätte, ne? Wenn man das natürlich nicht weiß, das ist kein Problem. Aber die Typen werden ja sogar gespoilert. Wenn man eine Attacke hat, die sehr, sehr effektiv ist, wird es einem einfach gesagt. Und also ich finde da jetzt nichts Schlimmes bei. Ich fand eher, dass wenn man storybedingt was spoilert, das möchte ich hier auch nicht. Wenn hier einer unter dieses Video was posten würde, was die Story spoilert, ich würde den instant bannen. Ohne Wenn und Aber. Der bekäme einen Instant-Bann. Es ist vielleicht hart, aber ich möchte keine Story-Spoiler. Außer ich frage explizit danach. Alle anderen Sachen, wo man Sachen kaufen kann, wo man Sachen herbekommt oder keine Ahnung was, finde ich alles legitim. Warum man bei manchen, ja klar, man will das selbst ausprobieren oder man will es selbst herausfinden. Also tut mir leid, also dann müsst ihr keinen Stream machen oder den Chat so einrichten, dass der Bot alles rausfiltert oder keine Ahnung, dass es gar nicht so weit kommt. Es tut mir einfach leid. Wenn man nicht gespoilert werden will in irgendeiner Hinsicht, würde ich sogar ein Let's Play vorschlagen, so wie ich, zuerst 40 Folgen aufnehmen und dann anfangen hochzuladen. Es tut mir einfach leid. Und wenn Leute Stream möchten, dann müssen sie auch damit rechnen, gespoilert zu werden. Und das auch storyinhaltlich. Leider. Aber dafür gibt es ja Mods, die können storyinhaltliche Sachen rausbannen. Und wenn man explizit was selbst herausfinden will, kann man das auch sagen. Und dann hat man auch da nichts zu spoilern. Aber hey, aber gleich die ganze Masse auseinanderzunehmen wegen einem Typen oder keine Ahnung, das fand ich einfach zu heftig. Deswegen habe ich den Stream also bei dem ausgemacht. Ich sage jetzt extra nicht, um wen das es geht. Wenn er dieses Video mal sieht, dann fühl dich angesprochen, mein Junge. Es gibt nur einen, der das im Moment gemacht hat und gerade erst vor ein paar Tagen, ne? Ich sage nur, Team Rocket, also Rainbow Rocket Story. Ich finde es einfach so hässlich, Mann. Also, naja. Mit solchen Leuten, ich habe ihn auch direkt deabonniert. Sowas brauche ich nicht. Selbst Regi, der Dark Souls 2 1 und so Let's Played hat, was er nicht gespoilert haben wollte, dem konnte man irgendwas. Ey, ich meine, ich wurde selbst schon mal. Wie soll ich sagen? Ich wurde selbst schon mal von einem Moderator gebannt, wohlbemerkt, perma gebannt, bei Reggie Bang, ja, bei Reggie Bang, und das beim Dark Souls Stream, wegen einer Frage, wohlbemerkt. Reggie hat mich instant entbannt, weil er einfach gesehen hat, ich sei nicht, also das war kein Spoiler oder so. Also man muss schon unterscheiden, ob es Spoiler war oder nicht.
oder ob es jetzt relevanter Spoiler war oder nicht. Ich weiß nicht. Vor allem, ich kannte nicht mal Dark Souls 1, weder noch 2 und ich werde gebannt. Und ich habe eine einfache Frage gestellt. What the fuck? Also, teilweise Leute, die sollten echt mal eins in die Fresse kriegen, nur mal aus demonstrativen Gründen. Ne? Ah, aber jetzt fange ich mal an. Rose. Hey, das ist der Typ von vorhin. Wie ich es dir gesagt habe. Ja, das dachte ich mir. Ich weiß, worum es geht. Du bereust, dass du uns dieses Messer verkauft hast, nicht wahr? Immerhin ist es von ziemlich hoher Qualität. Wir haben befürchtet, dass du es aus Versehen verkauft hast. Aber wir müssen auch etwas verdienen, weißt du? Es gibt also ein paar Bedingungen. Wenn du uns einen Gefallen tust, geben wir dir das Messer wieder. Bei der Warenlieferung an den Waffenladen helfen, eine Bestellung an den Mitarbeiter am Wasserlauf liefern, die Speisekarte im Gasthaus anschauen und wiedergeben. Okay. Bei dieser Aufgabe musst du deine Kompetenzen einsetzen. Frag im Gasthaus, was für Gerichte sie ihren Kunden servieren wollen. Wenn wir diese Zutaten, die sie brauchen, besorgen können, kaufen sie garantiert bei uns ein. Na klar. Das sollte nicht so schwer sein. Du musst dir nur die Informationen merken. Okay. Machen wir. Ja, und ja, was soll man dazu sagen, Freunde? Wie würdet ihr da reagieren? Was haltet ihr von Spoilern in Sachen Items und weiß der Geier? Also, ich würde mal eher sagen, ihr habt da weniger Probleme mit, oder? Und außerdem, wie gesagt, dann muss man nicht streamen. Tut mir leid. Oder eben komplett den Chat rausnehmen. Es tut mir leid. Selbst wenn die Leute nur streamen, um mit den Leuten interagieren, dann soll man gefälligst irgendwas streamen, was man schon kennt oder so und gerne den Leuten präsentieren wollen. Ich zum Beispiel habe nur Sly 1, was ich gerade übers Wochenende gebracht habe, komplett nicht gespielt. Sly 2 und 3 habe ich gespielt, aber ich hätte Sly 1 auch streamen können, aber dann hätte mich jeder Vogel gespoilert. Wie, wenn, was, warum. Wenn ich Sly 2 oder 3 streamen würde, würde es mich nicht kratzen, da würde ich sagen, weiß ich alles schon. Oder weiß ich zumindest noch halbwegs. Aber hey, wer bin ich schon, um das zu beurteilen, ne? Jeder sieht das halt anders. Schön, dich zu sehen. Hirte, kann ich dir helfen, ob ich Essen habe, das ich gerne auf die Karte setzen möchte? Ja klar, vor diesen Zeiten lief unseren Kunden bei den kulinarischen Köstlichkeiten, die wir aufgetischt haben, das Wasser im Mund zusammen. Ab jetzt ist es schwer, die Zutaten zusammenzukriegen. Dennoch, unsere alte Karte ist in der Kiste da. Wenn du mal nachschauen möchtest. Speisekarte. Lachsreis, Kugel, Doria, Feuertopf, Kohlroulade. Kohlroulade. Was? Miso-Eintopf. Kann ich mir das alles merken? Bei den ständigen Ausfällen sind die Zutaten immer seltener geworden. Das Land hat den Vertrieb von Nahrungsmitteln streng beschränkt, aber dank der Sperlingsfedern können wir wenigstens das Minimum von denen kriegen, was wir brauchen. Wenn ihr sie wiederseht, sagt ihnen, dass wir in ihrer Schuld stehen. Aha. Jetzt muss ich die Karte trotzdem nochmal angucken, weil du Vollpfosten so viel gelabert hast. Speisekarte, Reiskugel, Doria, was das auch immer ist, Doria, Feuertopf, Kohlroulade, Miso, Eintopf. Also, ich hoffe, dass ich das merke bis dahin. Sonst, little bit just a problem. Aber egal. Ah, wie mich sowas tiltet, wenn Leute... Ja, nicht mal Regi hat so streng durchgegriffen. Ich meine, er musste noch nie den Chat ausschalten und der Typ hat einfach mal den Chat ausgeschaltet. Und wenn der Typ jetzt mein Video guckt und spätestens das hier hört, sollte er wissen, wen ich gemeint habe damit. Aber ich will hier keinen schlecht machen. Hast du herausgefunden, welche Gerichte das Gasthaus seinen Gästen servieren will? Ja. Lachsreiskugel, Doria, Feuertopf, Kohlroulade, Miso-Eintopf.
Das sind ausgezeichnete Informationen. Tja, wer ist der King? Alles im Kopf. So, du hast uns wirklich weitergeholfen. Gib es ihm, Rose. Aber klar. Vielen Dank. Danke. Wenn es dir so viel bedeutet, solltest du beim nächsten Mal besser überlegen. Du hast recht, das werde ich. Aua, sie hat das Messer tiefer in die Wunde geschossen, ohne Wortspiele. Königliches Messer halten. Warum? Hä? Was zum Geier? Und jetzt? Was ist bei dem? Ach, warst du nicht der, der auf der Fest Probleme bekommen hatte? Nee, weißt du. Die Sperlingsfänder wünschen dir alles Gute. Hä? Oh ja, ich habe von dir gehört. Wenn wir diese Pfeife für nur 1000 Gold abnehmen, bekommen wir ernsthafte Probleme mit unserer Glaubwürdigkeit. Das wollen wir nicht. Wir haben in dieser Kiste eine saftige Summe für dich vorbereitet. Nimm sie mit. Was? Breiter Cowboyhut. Es ist vielleicht nicht so schick wie deine Pfeife, aber mit seinem lässigen Stil siehst du cool aus. Ich hoffe, wir kommen wieder einmal ins Geschäft. Auf jeden Fall, danke, breiter Cowboyhut. Wie sieht der Pfeifenhut denn aus? Wo tue ich mich irgendwie upgraden? Oder so, also Mode, hier. So. Ah, komm, wir machen den einen auf Wilden Westen. Wir sind jetzt im Wilden Westen, Freunde. Howdy, hi ho, Freunde. Wir sind die Cowboys. Hirten. Hey, euch fehlt noch der Cowboy-Hut. Ihr Pfeifen. Holt euch einen, sonst klatscht's im Karton. Und jetzt? Was? Ich hoffe, hier geht's raus, Mann. Falsche Taste. Ich voll Idiot. Ja. Jetzt weiß ich selbst nicht, wo es lang geht. Und jetzt habe ich sicher 6-7 Minuten geschwafelt, ohne wirklich was zu machen. Naja, sowas pisst mich einfach an. Hey, ich meine, wenn ich sogar einen Stream ausschalte, da ist es viel, weil ich habe sogar bei Regi stumm weitergeguckt, obwohl man mich getimeoutet hat, ne? Ey, gebannt hat. Und da hat man mich nicht gebannt, ich fand einfach die Reaktion zu überkrass. Ich fand es zu überkrass. Wegen Typen. Meine Fresse. Was? Halt die Backen. Komm raus. Wir müssen mal. Also, Mecker, wie lautet deine Angriffsstrategie? Ich würde sagen, wir reden mit ein paar Stadtbewohnern. An einem so großen Ort finden wir bestimmt schnell heraus, was wir wissen müssen. Dein Ernst? Dein fucking Ernst, Kollege? Mit den Stadtbewohnern. Wie soll man mit Stadtbewohnern reden? So mal am Rande. Beigemerkt. Die wollen sowieso von einem nix. Und ich hab keinen Bock, hier mit jedem Dulli zu reden. Tut mir leid. Dafür sind sie mir zu unwichtig. Das habe ich nicht mal bei Tales of Systeria gemacht. Tales of Berseria, sorry. Oh mein Junge. Tu mir das jetzt nicht an und schreib mir nicht in die Aufnahme. Dankeschön, vielen Dank. Ich liebe dich. Bist mein absoluter Lieblingsschatz. Stadtbewohner. So, hier. Schnauze. Wenn ihr nichts Richtiges zu sagen... Hast du meine... Nee. Du hast eine... Möchte gern Ruben. Rosmarin, was? Hier gibt's auch noch irgendwo... Ach so, da hat's noch einen Stein. Ja, nee. Es tut nur so. Kraftpunkt KP. Du kannst dich von einem K.O. erholen, indem du einen Trank des Lebens trinkst, den Kampf gewinnst. Wenn du stärker wärst, kannst du andere Möglichkeiten aufdecken, dich wiederzubeleben. Oh yeah. Das ist ordentlich nice. Thank you.
Leeren Ring. Ring zur Minderung des Schadens, nicht elementare Angriffe. Digga, ziehst du den an? Oh Mann, ich muss immer zuerst mitbekommen, wie ich da... Hier, leeren Ring. Ach so. Das ist doch der bessere, Mann. Ja, um einiges besser. Das nenne ich nice. Definitiv. Ich dachte nicht, dass Mark Leo eigentlich irgendwie nicht sichtbar ist. Aber gut. Gut zu wissen. Gehen wir jetzt mal hier in die obere Stadt. Also in den oberen Stadtteil. Mal schauen, ob wir hier was finden können. So, können wir jetzt mit den Leuten reden? Was wir wissen sollen. Ich würde sagen, wir reden mit ein paar Stadtbewohnern an einem so großen Ort, finden bestimmt schnell raus, was. Ja, genau. Dein Ernst gerade? Wie soll man das herausfinden? Jetzt bin ich überfragt. Vor allem bin ich noch so tilted, dass ich gar nicht wahrscheinlich den Weg finde. Zumindest heute nicht. Aber ey, spielt ja auch gar keine Rolle. Wir kommen dann noch einmal den Damensee. Da kamen wir sowieso her. Na? Und wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr über Spoiler denkt. Und ich meine jetzt nicht über Story-Spoiler. Da sind wir alle einer Meinung. Die gehören gebannt, die gehören abgeschlachtet, wenn man so möchte. Aber ansonsten, naja, nicht wirklich. Ansonsten sehe ich da einfach keinen Sinn drin. Neue Fundstätte, das große Wasserrad von Damensee. Really, nigga? Das große Wasserrad von Damensee. Dafür hat es jetzt irgendwie ein AP gegeben. Wer ernst? So, dann gehen wir schnell mit dem Verkäufer reden. Vielleicht bringt das was. Ja, ja, Waffenschmied. So, anprobieren, verschmelzen, sprechen. Vielleicht sagt der was. Nee, will nicht. Oh Mann, gehen die Dorfbewohner mir auf den Zeiger. この辺りの地形は掴んだっす。気をつけろ。妙な奴がいる。亀の兵馬か。誰が亀兵馬っすか。おいらは亀人っすよ。亀人？天族なのか。亀人は亀人っすよ。見てわかんないっすか。そうなんだ。ごめん。こんなのがいるとは。世界は広いな。 初めてですか？うん。ただの田舎者みたいっすね。亡霊船番だけど、亀は万年の心で許してあげるっす。それはどうも。へへ、おおらかなんだ。当然っす。亀人の器は甲羅の大きさに比例するっす。で、君は何をしていたんだ？ある目的のために地図を作ってるっす。へえ、地図を。 そういえば、僕たちはちゃんとしたの持ってないな。天威剣録の図版はかなり古いものだし。あんたら無謀すぎっす。なんならオイラの地図を売ってあげてもいいっすよ。お得情報が亀盛りっす。ありがとう。助かるよ。Warum gibt's den Turtle hier auch? Den gab's schon in Tales of Berseria.
Die Karte kostet 100 Gold, weißt du sie? Ja, klar. Du hast von Tollos eine Abenteuerkarte gekauft. Diese Karte fügt deiner Weltkarte geografische Informationen hinzu. Dass sie aus Sicht des Tollos verfasst wurde, konnte es einige Unstimmigkeiten geben, aber du kannst neue Orte damit finden, die du noch nicht besucht hast. Falls du dich verlaufen hast, versuche einen Tollos in der nächsten Stadt zu finden und kaufe eine Karte von ihm. Okay. Easy. Finde ich cool. Und jetzt? Ah, hier. Dankeschön. Endlich geht's, glaube ich, weiter. Finde ich schnieke. Heilige Mutter Maria. Ach so, ich muss noch vorlesen. Arbeiter, er hat sich bei der Anwesenheitskontrolle nicht gemeldet. Du glaubst doch nicht, dass er noch da unten beim Wasserlauf ist, oder? Unterirdischer Wasserlauf? Ernst? Hier unten? Meinst du da? Gucken wir mal nach. うん。戻ってこない人が心配だ。スレイさん。スレイさん、感じるのですね。街中より 断然汚れてる感じがする。本当にスレイさんは素晴らしい才能をお持ちですのね。どんどん力が馴染んでいっている。私の想像よりずっと早いですわ。そうなんだ。はい。どうしたる真の能力解放も相当奥ないかもしれません。それってどういう能力？あいた！すみません。何ですか？ Oh Mann, auf jeden Fall easy. Aber eins muss ich einfach nochmal sagen, dass ich mal einen Stream offiziell aufhöre. Das gab es, glaube ich, noch nie. Das gibt mir immer noch zu denken, echt. Bei dem. Also der Abo ist auf jeden Fall drin. Und was bist du denn für ein. Digga! Lass den raus! Ich hab mal runtergedreht, ne? Bitte hau mal drauf. Darf ich mal. Ah, endlich, ich konnte anvisieren. Also ein anderer anvisieren, so. Dankeschön, jetzt ist nur noch der übrig. Na, willst du sterben? Dein Ernst gerade? La 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 la. Jetzt gibt's auf die Fresse, mein Freund. La 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 la. Ich zerstöre dich in dein Gesicht. Tja, keiner hat gegen uns eine Chance, mein Freund. Säure ist Kampftalente. Säure ist ein konventioneller Schwerkämpfer. Seine Kreisarten sind schnell. Sein Erfolg liegt in seinen verstärkenden Effekten. Seine X-Arten sind langsam, aber wenn er sie einsetzt, bringen ihn feindliche Kriegsarten nicht zum Taumeln. Weshalb Frontalangriffe möglich sind. Unsere liebe Härte führt eine Reihe von Elementen. Prüfe daher die Schwächen des Feindes durch Drücken von R1, bevor du losstimmst und sie schamlos ausnutzt. Nee. そうか。いや、情けないな。戻っておとなしく休んでおくよ。
Nani? Daijoubu. Hitori de modoreru yo. Yokatta. Kore de kokoro okinaku iseki tanken dekiru na. Mikuryo. Tsugi kara wa boku mo tatakau. Mikuryo ja hyouma wa jouka dekinai daro? Ja kore kara zutto kimi no ushiro de yubi wo kuwaete miteru tte iu no ka? Boku wa ashi dematoi ni naru tame ni tsuite kitan janai? Mikuryo. Raira. Boku mo jouka no chikara wa eru hōhō wa nai. Hōhō wa hitotsu. ミクリオさんが私の力に連なるもの、陪審となることですわ。そして私の器たるスレイさんに宿るのです。じゃあ、それで。ダメだミクリオ。そんなこと簡単に決めちゃ。君に言われたくないな。君だって同志になるってあっさり決めたじゃないか。それとこれとは別だろ。ミクリオはヒョウマを浄化するのが夢なのか。違うだろう。僕は天族だぞ。天族の天敵とも言えるヒョウマを浄化したいって思うのは 自然なことだと思うカエルが蛇を退治したいって思わないだろ。僕はカエルじゃない。何ムキになってんだ。ちゃんと聞いてくれミクリオ。ムキになってなどいないミクリオ。足手まといは宿で待ってるよ。スレイさん追いかけなくては。宿で待ってるって言ってるんだ。ほっとこう。 青春ですね。男の優勝、そうですね。でもそれならスレイさん、意地悪ですわ。ミクリオさんの気持ち、分かっているのでしょ。決めましたわ。え、何を？進むことですわ。うん、それがいいです。なんかわかんないんだけど。 Stimmt, und das Vulva kupferner Schlüssel erhalten, sehr gut. Sind wir von hier oben gekommen? Das weiß ich gerade nicht. Ich hoffe. Aha. Hier hatten wir nämlich, yes, einen Speicherpoint. Naja, der gute Soray hat nicht gemerkt, dass sie wieder gefragt wurde und deswegen hat sie auch nicht geantwortet. Man darf sie nicht fragen, man muss lernen, ohne zu fragen, irgendwas zu fragen. Es hört sich behindert an, ist aber so. Wenn man jetzt behauptet, dann sagt sie ja oder nein. Wenn man jetzt fragt, in diesem Sinne nein, dann wird sie immer so antworten, mein guter Soray. Ich habe die Kleine schon durchschaut, also ich würde ihr gerne mal auf meine Weise etwas ein bisschen rausquetschen, aber hey, ich darf ja nicht, ich muss Sorry machen lassen. Und ja, ich fand es eigentlich eine gute, also ein guter Einwand. Macleo auch in uns, oder wie der heißt? Naja, ich fand es zwar gut, ich würde es zwar gut finden, dann hätten wir noch einen zweiten Kollegen an unserer Seite, der erläutern könnte, aber so. Ja, aber ich denke, der kommt schon noch in unsere, also in unseren Körper, nur solange es dauern mag, ne? Und dann wird er wieder entlassen, kann man so sagen. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken. Ich habe schon 3 Minuten, 4 Minuten länger gemacht, als ich eigentlich wollte. Ja, auch nur wegen der Cutscene. Jetzt muss ich zu meinem Sohn gucken gehen, was der so macht und treibt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und diesmal ohne hoffentlich angepissten Sunny, ne? Ja, tödlich.